Wir stehen hier vor der sogenannten Rau-Eiche, die 1982 vom damaligen Landesvater Johannes Rau gestiftet wurde. Die Eiche wird heute verpflanzt, weil sie dem Bauvorhaben am Königshof hier im Wege ist. Sie bekommt aber einen neuen Standplatz am Mehrgenerationenhaus, wo bereits ein Pflanzloch vorbereitet wurde. Und so eine Pflanzaktion bedeutet einiges an Vorbereitung. Der Baum ist im letzten Jahr oben in der Krone zurückgeschnitten worden, reduziert worden, weil ja beim Einsatz dieser großen Ballenstechmaschine entsprechend Wurzelwerk zerstört wird, muss das Gleichgewicht zwischen Wurzelwerk und Krone wiederhergestellt werden. Dann ist rings um den Baum an der Stelle, wo der Spaten heute den Baum rausnehmen wird, ein Wurzelvorhang errichtet worden, das heißt, es ist ein Graben errichtet worden. Dieser Graben ist mit einem speziellen kulturfähigen Substrat verfüllt worden, sodass der Baum am neuen Standort eine gute, sehr gute Chance hat, sich gesund weiterzuentwickeln.